Ich werde jetzt einfach mal nahtlos übernehmen. Können wir hier vorne eher das Licht ausmachen, da hinten an? Geht das dann mit der Kamera noch? Ansonsten, dann ist glaube ich ein bisschen einfacher mit den oberen beiden Schalter. Oh ja. Hervorragend. Mhm. So, jetzt können wir loslegen. Worum geht's heute? Streams? Uhrzeit stimmt nicht, ich weiß. So, Java 8. Und zwar Streams. Und zwar mit Lambdas in Real Life. Da will ich ein bisschen was zu erzählen, vorab. Wer bin ich eigentlich? Wer spricht jetzt hier zu euch? Ich selber tummel mich so im Java-Bereich seit 1996. Ich habe irgendwie mit Java 1.1 angefangen. Seit 96 bin ich in der industriellen Entwicklung tätig. Durfte mich da so ein bisschen in den Bereichen Automobilindustrie, Energieversorgung, Finanz- und Leasingbranche, Luft- und Raumfahrt, speziell für Satellitentechnik und sowas tummeln und ansonsten Behörden, UN und Weltbank. Das waren so Themenbereiche, wo ich mich mit Java ein bisschen getummelt habe. Wo war das Ganze? Man könnte mir über den Weg gelaufen sagen, in ganz Europa. Nein, nicht in Amerika, stattdessen in Asien. Das hat auch ein bisschen mit meiner Entwicklungshilfetätigkeit zu tun, die ich damals hatte, Indien bis Malaysia. Da durfte ich also in vielen Projekten so ein bisschen was mit Java lernen und sehr vielen Leuten zugucken, wie die das machen. Und fangen jetzt heute an, vieles von dem, was ich nicht damals gelernt habe, sondern was ich mir jetzt in der letzten Zeit angeschaut habe, nämlich Java 8, mit Schwerpunkt Streams, in diesem Kurzvorrat. Was erwartet uns? Vorweg eine Frage, wer hat mit Java 8 schon gespielt? Wer hat da schon was gemacht? 1, 2, 3, das ist ja eine homöopathische Dosis. Dementsprechend Lambdas, wer hat Lambdas schon mal gelesen oder so? Okay. Wer hat mit Clojures und so weiter schon gespielt und kann das eigentlich schon alles? Ja, das sind schon ein paar mehr. Okay. Und Streams, ja, machen wir jetzt. Dann könnte das. Nein, nicht ganz, aber wir arbeiten an. Was machen wir als erstes? Streams sind etwas, wo man Daten reinstecken kann, dann passiert irgendwas und Daten kommen da raus. Und das ist das, was wir als erstes angucken. Wie kommt dieser Streams-Konstrukt in meinen Java-Code rein? Und das erste, was ich mir eben dann angucken muss, wie kommt es rein, wie kommt es raus? Wenn wir uns das eben ein bisschen angeguckt haben, werden uns einige Sachen auffallen. Und dann werden wir uns ein bisschen über die Core Methods unterhalten. Sag mal, was machen diese Streams da eigentlich? Also ich kann da reintypen, dann passiert irgendwas und dann kommen die Daten wieder raus und was passiert in der Mitte? Das werden wir uns dann ein bisschen angucken. Dann werden wir uns einen kleinen Vergleich anschauen. Streams versus Threads versus Serial. Also ich implementiere was seriell, dann sage ich zu langsam. Dann implementiere ich das einfach mal in Threads und gucken wir uns mal an. Mhm, so sieht das aus, das werden die meisten noch machen. Und dann gucken wir uns an, wie kann man das in Streams machen. Und dann dürft ihr entscheiden, was cooler ist. Wir werden das dann nochmal ein bisschen vertiefen, weil das ein ziemlicher Schwerpunkt bei dem Ganzen ist, wie ich das zum Beispiel einfach in eine JavaFX-Anwendung anbinde, um dann auch mal zu zeigen, an welchen kleinen Stellen ich eigentlich schon was erreichen kann, sodass diese Data in, Data out, das ist ein bisschen, ja, was mache ich, Core Methods, gut, da muss man einmal durch, weil sonst kommt man ins Streams überhaupt nicht klar. Das ist dann eher so, so sieht es aus, und dann stellt sich immer die Frage, ja jetzt, was mache ich in meinem realen Projekt damit? Und deswegen so ein FX-Beispiel, gut, für FX ist vielleicht auch noch nicht ganz so präsent in den ganzen Projekten, aber da kann man nochmal sehen, wie kann ich das in meinem Projekt injizieren. Das ist so ein Beispiel. Ich habe da nochmal ganz zum Schluss, zum Abkühlen, was Streams-Packer gemacht. Das ist ein bisschen so ein, nochmal reflektieren, was habe ich da eigentlich? Und man wird dann sehen, mit der Syntax komme ich schon wesentlich besser klar nach dem Wort hinein. Data in, Data out. Übrigens, wenn Fragen sind, sofort Hello, ja, sofort Fragen, dann werde ich vielleicht den Satz noch zu Ende reden, aber dann können wir eben kurz klären, was er ist. Scheut euch nicht, dieses zu tun. Weil dann wird es wahrscheinlich für euch einfach wesentlich angenehmer werden, wenn ihr die Fragen stellt und die Antworten bekommt. Was sind Streams? Dann gucken wir uns an. Quellen, wenn wir das haben, die senken, also sprich rein, raus. Und wenn wir das haben, was haben wir davon gelernt? Das Allerwichtigste bei Streams, das sind keine Datenstrukturen. Das werdet ihr auch später noch sehen von dem ganzen Design, wie das aufgebaut ist. Datenstrukturen meine ich jetzt, das ist nicht wie so eine Liste, die ich initial befülle und dann habe ich irgendwie so ein Konstrukt, den ich durchreiche, sondern ich habe etwas, was eine Verarbeitungspipeline darstellt. Also ich muss immer so in Pipelining denken.
Streams sind für Lambdas konzipiert. Wer Lambdas nicht mag, hat keinen Spaß am Streams, weil geht nicht. Also ihr müsst mit Lambdas umgehen, damit ihr mit Streams arbeiten könnt. Ja? Geht also nicht ohne. Auf der anderen Seite sind Streams sozusagen die erste wirkliche Anwendung für Lambdas. Ja? Also Lambdas kann ich mir als Konstrukt, also Syntax anschauen, aber Streams ist sozusagen das erste, was wirklich damit umgeht. Ganz wichtig, bei der ganzen Algorithmik- und Design-Pattern-Frage, ich habe keinen wahlfreien Zugriff auf das Zeug. Ich kann also nicht sagen, gib mir das fünfte Element. Das hat einmal den Grund, dass Streams, wie gesagt, eine Pipeline sind und ich gar nicht weiß, wie viele Elemente kommen, wie viele habe ich schon gehabt und so weiter. Da kommen wir noch zu. Sie sind lazy organisiert und das ist was sehr, sehr Feines. Das heißt, sie treten erst in Aktion, wenn es denn wirklich losgeht. Eine ArrayList, wenn ich sage, darauf will ich einmal, muss ich erstmal befüllen, sondern der Speicher voll. Und dann kann ich sagen, okay, und jetzt mache ich was damit. Und bei Streams ist es genau andersrum. Also ich kann zwar in die Warteschlange irgendwie 1000 Elemente reinschicken, aber wenn ich nur 3 prozessiere, werden auch nur 3 durch diese Pipeline durchgeschoben. Okay? Das ganz Schöne ist, sie sind parallel, wenn gewünscht. Und das ist was angenehm. Also man wird nicht gezwungen, parallel zu arbeiten, aber man hat die Möglichkeit, parallel zu arbeiten. Und wir werden uns dann eben anschauen, wie das funktioniert. Und wie gesagt, sie sind ungebunden. Das heißt, ich kann also unendliche Daten reinlegen. Das hat was damit zu tun, wie ich so Producer da reinlege oder Supplier, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnet. Okay, Quellen. Ja, so mache ich Streams. Punkt. Nein. Ich kann Streams erstmal mit einer endlichen Menge von Elementen füllen. Das ist das, was für die meisten erstmal gebräuchlich ist. Ich habe irgendwie 10 Elemente und jetzt will ich da irgendwie einen Stream ausmachen. Ja? Wie packt man das so ein? Und dann kann ich eben sagen, Stream.off und dann gibt es die Elemente, dann gibt es auch so Service-Methoden, dass ich sage, okay, das ist Array. Also viel cooler ist an der Stelle. Sehr, sehr viele Interfaces. Collections, Sets, Maps und so weiter. Also da gibt es unheimlich viele, die jetzt eine Erweiterung haben. Da kann ich einmal sagen, Punkt Stream. Und dann ist das Ding durch. Und damit habe ich halt eine Erweiterung innerhalb des JDK an einer Stelle, wo ich es vielleicht nicht am Anfang vermutet habe. Ich muss also nicht so ein Boilerplate-Code schreiben, irgendwie hol raus, mappe das Zeug, baue Konstrukt auf, sondern ich habe wirklich meine Collection.stream und dann geht's los. Ja. Ich kann das Ganze auch dynamisch machen, weil das sind ja endliche Werte. Also wenn ich von der Liste sage .stream, dann habe ich eine endliche Anzahl von Werten. Und genauso auch hier, wenn ich eine Anzahl übergebe. Ich habe aber gerade gesagt, das ist eigentlich unendlich, so ein Stream. Also brauche ich ja irgendwie einen anderen Konstrukt, wie ich diese Elemente erzeuge. Und das geht eben so, dass ich so einen Stream im Bilder versehe, den kann ich natürlich, ne, also genau zurückgabiert, das kann man noch von Generics. Und dann sage ich entweder programmatisch add, Punkt Bild. Jetzt bin ich aber wieder an dem Punkt, dass ich das eigentlich alles machen muss und dann baue ich das Ding. Das war doof. Was viel schöner ist, ist eigentlich das Generieren. Das heißt, hier kommen wir uns erstmal mit Lambdas in Kontakt. Die Syntax, die wird am Anfang erstmal komisch aussehen für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und so als Tipp, das ganze Zeug, was irgendwie anders aussieht, das sind Lambdas. Ja? So die Kurzform davon. Wir werden uns später angucken, wie man das syntaktisch reduzieren kann, weil die Deduktion des Compilers doch einiges an Mächtigkeit erbietet. Wir fangen aber erstmal mit der ganz groben Notation an. Das heißt, ich habe irgendwie da so eine Klammer vorne. Was das bedeutet, kommen wir noch drauf zu. Und dann sage ich, was passiert. Und dann habe ich so einen Funktionsblock, in dem irgendwas passiert. Diesen Konstrukt gedanklich, obwohl falsch, kann man erstmal vergleichen mit inneren, nicht schleichen, anonymen Klassen. Also sowas wie ein Actionlisten und so. Der große Unterschied ist hier, dass ich eben keine Klasse habe und das bedeutet, ich habe eine andere Sichtbarkeit der Variablen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Variable definiere, dann kann ich hier darauf zugreifen, das muss aber leider final sein. Das werden wir später noch sehen. Das heißt, in solchen Konstrukten kann ich nicht I++ oder sowas machen. Geht nicht, weil ich kann eben nur feine Variablen reinsetzen. Jetzt erzeuge ich hier eine Variable und hier mache ich einen weiteren, so einen komischen Ausdruck, dann sieht er diese Variable auch. So, also da muss ich aufpassen, das fällt sich nicht wie eine anonyme Klasse, aber als gedanklicher Einstieg kann ich sagen, erstmal so wie Action das macht. Hier drin kann ich machen, was ich möchte, mehr oder weniger. Das heißt, ich kann wirklich auf alles zuhören, ich kann Dateien öffnen, Dateien schließen, Datenbanken abfragen machen, was auch immer, das ist total egal. Ich muss nur irgendwann Typus zurückgeben und der typisiert mir dann sozusagen den Stream. Das heißt, wenn ich hier eine Klasse X rausgebe, dann ist der Stream von Typ X. Ja.
Soweit Fragen jetzt erstmal bis zu dieser Stelle. Hey? Frage zur Syntax. Ich glaube, ich würde es eher verstehen, wenn das S von Stream Generate klein geschrieben wäre. Moment, ich muss jetzt die Stelle suchen. Genau, ja, ja. Ist da wirklich ein Großstream gemeint oder klein? Ja, ja, die Klasse hat eine Methode, Punkt, Generate. Also das ist hier Klasse. Dann hängt es in den egal, klar. Na, das sind zwei Beispiele, also nicht verwechseln. Also hier ist auch Stream von Typ Pair wird erzeugt über ein Stream.Bilder, dann Rückgabewert überschrieben, Generics, ne? Add.Bild. Oder. Ich dachte auch noch manchmal, dass ich ein Beispiel. Okay, also muss man unabhängige Beispiele. Ja, gut. Also, ich muss mir jetzt merken, dass ich das ein bisschen weit auseinanderziehe, ist also nicht so einleuchtend. Klar, auf jeden Fall. Sieht man Syntax-Highlighting da hinten nicht so richtig, ne? Ja, okay, das ist natürlich, oder Rot-Grün-Seeschwäche. Nee. Also, Stream, hiermit ist die Klasse gemeint, und Generate ist halt die Möglichkeit, einen Supplier zu definieren, und der geht von hier bis hier, ist die runde Klammer zu Ende. Wenn ich das eben jetzt, zum Beispiel IntelliJ, markiere das und sage, mach mal eine Variable da draus, dann kann ich das Ganze mal instanzieren. Das heißt, ich kann also vom Typ Supplier auch eine Klassenhierarchie aufbauen, und kann die dann sozusagen hier verwenden. Das geht. Ja? Also das ist natürlich auch so. Man kann sich dann auch im JDK einfach mal angucken, wie diese Supplier aufgebaut sind in der Vererbungshierarchie, was sie eigentlich schon alles mitbringen und so weiter. Das ist recht interessant. Man kommt dann zum Beispiel auch auf so Pattern, wer kennt Null-Object-Pattern? Doch, super. Ja, ist ja eigentlich auch eine böse Frage. Also dieses Null-Object-Pattern, nur zur Wiederholung, ist ja so, dass ich irgendwie sage, ich habe eine Klasse Auto und dann habe ich ganz viele Typen und jetzt habe ich eine Methode und da kann ich sagen, gib mir ein Auto zurück unter den Bedingungen x, y, z. Gesundheit. Und wenn ich jetzt eben kein Auto, keine Instanz von Auto habe, die diesem Kriterium entspricht, was gebe ich dann zurück? Null. So, und dann habe ich danach hier eben so ein Konstrukt if ungleich null, mache irgendwas. Syntaktisch immer doof. Also kam dann erst auf die Idee, wenn man so dieses Büchlein von diesen vier Jungs da gelesen hat, so ein Null-Object-Pattern da zu machen. Das heißt also, innerhalb der Klasse gibt es dann eben eine Instanz, die nennt sich empty oder so. Und da definiere ich dann statisch so eine Instanz und die lege ich dann immer zurück, dass ich dann sage, okay, also wenn du nichts findest, dann gib mir eben dieses Null-Objekt zurück. Dann hast du nicht Null, sondern hast eben ein definiertes Nichts in diesem Objekt. Das Blöde an der Sache ist, dass man da erstmal nur für Autos ein Null-Object hat. Dann habe ich mal wegen Flugzeugen, habe ich wieder ein Null-Object und dann habe ich irgendwas anderes wieder ein Null-Object. Dann wäre ja der nächste Schritt gewesen, ey, das kann ja eigentlich auch generisch machen. Ja, super, dann mache ich mir also ein Klasse und die typ ich dann einmal auf Auto, einmal auf Flugzeug, einmal auf was auch immer und sagen, da kann ich auch so eine MT definieren. Ja, dann ist das halt getypt, so mit generisch geht das. Ist aber auch doof, weil dann ist immer Schluss bei JDK, weil die Klassen im JDK natürlich genau dieses Pattern nicht haben. Das heißt, man hat immer so einen semantischen Bruch bei der Verarbeitung. Ich kann also programmatisch in meinen Klassen unheimlich schön dieses benutzen. Nur sobald ich mit Core Java Sachen arbeite, war das doof. Jetzt ist das anders. Es gibt diese Klasse Optional. Da wird auch bei Streams Gebrauch von gemacht. Kann ich euch nur raten, guckt es euch an. Ist wirklich ganz neckisch. Total kurz, klein, schön. Aber da habe ich eben jetzt auf JDK-Ebene diesen Null-Object-Pattern. Also du gibst ein Optional vom Typ Auto zurück und kannst dann fragen, ist empty oder und wenn empty, dann mache dies. Ja? Also du kannst programmatisch auf den Fall gehen, ohne dass du eben diesen Konstrukt hast, if ungleich 0, dann gleich else irgendwas oder so. Und das war ein Ausflug mit dem Optionals. Okay, wir machen mal Generate. Also, das kann man kurz nochmal voranstanzieren. Die Syntax ist hier halt, ich habe eine leere Parameterliste auf einem Funktionsblock von bis und es gibt einen Return, weil diese Methode liefert ja irgendwas zurück. Nämlich immer das nächste Element. Und hier ist halt so, ich erzeuge bei jedem Aufruf, der jetzt magisch später hier hinterkommt, da kommen wir gleich zu, und sagt, da hat eine Instanz, belegt die irgendwie mit Werten, schiebt die raus. So, dieser Funktionsblock ist erstmal unendlich aufrufbar. Ja? Also dementsprechend, der terminiert nicht. Terminieren wird auch hier nicht implementiert an der Stelle. So, jetzt kann ich erst, habe ich erstmal alle Variablen, Möglichkeiten, die ich Variablen irgendwie da einlege. Endlich Menge oder Supplier oder was auch immer. So kann ich, Streams erzeugen. Damit weiß ich erstmal, wie ich aus den Prä-JDK 8 oder JDK 8 Umgebung in Streams reinkomme. Jetzt geht es darum, jetzt muss ich aus dem Zeug ja irgendwie wieder raus. Also aus dem Stream muss ja auch irgendwas rauskommen, was ich wieder programmatisch gewohnt weiterverarbeite.
Und da bieten Streams auch, jetzt beachten, es ist klein Stream, ist also nicht die Klasse, die Möglichkeit, ich kann zum Beispiel sagen, alle Werte, die du hast, to Array. So, und dann sammelt der, bis irgendwie ein terminierendes Element kommt, dann gibt er ein Array zurück. Wow, habe ich das. Dann kann ich sagen, kollektiere mir das. Und dieses Kollektieren ist eigentlich eine sehr interessante Sache, weil ich da verschiedenste Bedingungen einbauen kann. Zum Beispiel, wie man hier sieht, die Klasse Collectors. Also man übergibt eine Instanz von Collector. Da kann ich auch eigene schreiben. Aber die Collectors, das hat solche bestimmte Service-Methoden. ToList heißt, als Rückgabewert bekomme ich eine getypte Liste von dem finalen Typ. Das heißt, das Stream ist vom Typ X und ich bekomme dann eine Liste vom Typ X als Ergebnis raus. Ja? Das ist aber nur das Einfachste. Ein Set kann man sich auch mal vorstellen, der unifiziert im Set und gibt einem ein Set zurück. Im Moment ist die Implementierung so, dass ich ein Hash-Set zurückbekomme. Kann man sich aber nicht darauf verlassen, ich bekomme so irgendein Set. Ja? Kann ich nicht nur Sets mir rausgeben lassen, sondern zum Beispiel auch Hashmaps. Das ist hier da, dass ich nicht ToHashMap habe, schade, sondern ich habe hier ein Grouping by. Hashmap, klar, ich habe einen Schlüssel und ich habe dann irgendwie Values und was dann zurückkommt, ist Schlüssel und Daten, das gucken wir uns hier unten an, eben irgendwie Schlüssel und dann eine Liste von Elementen pro Schlüssel. Ja, und dann gruppiert ihr. Also ToSet ist noch intuitiv, Grouping by meint eigentlich, macht daraus eine Gruppierung, also eine Hashmap oder eine Map. Dann kommt auch die Hashmap, glaube ich, zurück. Das heißt, wenn ich also hier irgendwie eine Liste habe, also ich generiere mir irgendwelche Demo-Werte, was auch immer das ist, ja, einfach Demo-Werte. Also ich habe hier eine Liste und dann sage ich diese Liste, mache mir einen Stream raus. Jetzt ignorieren wir den ganzen Verarbeitungskram, sondern machen direkt ein Ergebnis aus, ToArray. Da kommt so eine komische Rotation. Schön, wenn du das merkwürdiges. Dann sage ich ToArray. Es gibt. Vielleicht wird es hier einleuchten, aber wenn man jetzt nur mal das hier anschaut, so eine neue Notation, dass ich eben Klasse, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Methoden aufrufen machen kann. Das kann ich mit nicht statischen Methoden machen. Und da kann ich nochmal die Syntax ein bisschen reduzieren. Ob das schön oder nicht schön ist, das ist sicherlich auch Geschmackssache. Ich kann es aber machen, deswegen habe ich es hier gezeigt. Ja? Dann kann man auch ganz normal eben irgendwie versuchen, diese Methode aufzurufen. Die Sache ist hier, hier eigentlich genau dasselbe, also er nimmt von der Klasse Pair in einem Array, hier wird es den View-Konstruktor. Und so baut er mir eben ein Array, passend zu der Menge im Stream, der im Stream befindlichen Elemente auf. Wenn ich ja normalerweise to Array habe, dann habe ich immer das Problem, so diese unschönen Sachen, hol die Anzahl der Elemente aus der Liste raus, baue dann ein Array genau für diese Größe, übergibt das der to Array Methode, dann bekommst du das Zeug zurück, also syntaktisch eigentlich sehr, sehr unschön. Hier ist es zumindest so, dass ich diesen Umweg mit über, ich habe eine Liste von x Elementen nicht gehen muss. Muss aber auch so ein bisschen sagen, weil ich weiß ja gar nicht, wie groß der Stream ist. Ja? Also dieser Konstrukt to Array kann ich ja nicht machen, weil ich weiß nicht, sind da 10 oder 100 Elemente drin, das weiß ich nicht. Wichtig ist nur hier. Hier überführe ich sozusagen aus Streams wieder in eine Datenstruktur und damit in ein Kolumnat, das gleichzeitig im Speicher kann. Und jetzt schauen wir uns noch eben das mit den Maps an. Ich habe das ganz normal in meinem Stream, Liste und Stream. Und jetzt kollektiere ich das, also dann sage ich dem jetzt, sammle alles zusammen. Und in dem Fall machst du eben Grouping by, also mach eine Map draus. Und das gruppierende Element ist die ID. Was er also macht, ist schlicht in der Graphen, der geht in die Herstellung rein, nimmt das Attribut, ruft ID auf, setzt das als Schlüssel rein, guck, hast du schon was? Wenn nicht, dann setzt er den Schlüssel rein, macht eine Liste, tütet sich selber da ein und legt das in der Hashmap ab. Wenn er das schon hat, dann sagt er, okay, hier habe ich die ID, holt die Liste raus, tütet sich selber in diese Liste ein und macht weiter. Ja? Und dann bekomme ich eben wirklich so einen Schlüssel, Punkt, oder Schlüssel, List vom Typ. Und das ist, also dieser Konstrukt ist natürlich abhängig von dem, was hier dann so als Klasse rauskommt und was als kopierendes Attribut angebe. Sind dazu jetzt erstmal Fragen? Ja? Die zweite Zeile verstehe ich noch nicht ganz. Also du meinst die hier? Ja. Ja. Also er ruft den Konstruktor auf, per New. Aber er will ja auch, er will ihm auch Argumente übergeben. Hinterher sollen ja auch Werte in diesem PS5 stehen. Woher weiß er jetzt, mit welchen Werten er diesen Konstruktor befüllt? Ja, mit welchen Werten er diese Konstruktor befüllt, der macht hier leere Pairs, also der füllt nicht Daten rein, sondern er erzeugt hier leere Instanzen.
weil das Ding ja insgesamt auch vom Typ Pair ist. Ja? Also ich sage nur, du bist getypt auf Pair und du musst jetzt in ein Array vom Typ Pair das umwandeln. Das heißt, er muss ja erstmal nur den Speicherbereich allozieren und dann die Entitäten dort einfügen. Okay. Also dementsprechend hast du dieses, ich muss den Konstruktor, den Initialbefehl, hast du ja an der Stelle nicht, sondern es geht hier nur um die Allokation von des, den entsprechenden Speicherwerken. Und das kannst du ja jetzt so machen, weil du sagst, okay, die Referenz ist, bau was Neues. Wie viel du hast, weißt du ja, weil du Stream intern bist. Mach den ganzen Speicherblock und tüte Element für Element da rein. Ja? Ja. Wo du ein bisschen vorsichtig sagen musst, ist. Das heißt aber auch, also ich im Prinzip sage ich nur, von welchem Typ das ist, was er schon hat. Ich kann jetzt nicht das in was anderes umwandeln, also ich sagen. Kommen wir gleich zu. Irgendwas. Weil ich hier mache ich ja nichts anderes wie rein, raus. Ja. Ja, ich kann den Typen umwandeln. Können wir aber haben, kommen wir gleich zu bei den Core Methods. Also was passiert eigentlich zwischen ich tüte was rein und ich hole es raus? Und das ist eigentlich das Interessante, was dann Streams wirklich zum Einsatz verhilft. Ja? Also ich möchte jetzt nur sagen, das sind die Nahtstellen zu Legacy Code. Also wenn ihr jetzt irgendwie alten Code habt oder so, und dann muss ich irgendwie in Streams rein, das ist relativ einfach, weil irgendwo, wo ich eine Liste habe, wo mein Bootstream bin, fertig. Dann bin ich bei den seriellen Streams. Wie wir auf die Parallelen kommen, ist dann auch nicht was, wesentlich schwerer. Aber jetzt weiß ich, dass ich irgendwas mache und dann geht es wieder zurück und das zurückgeht eigentlich über diese Collectors, ist auch relativ einfach erklärt. Das heißt, ich habe eine sehr schlanke Schnittstelle zwischen den alten Syntaxbereichen und Streams-Ansatz. Ich kann wirklich punktuell minimal invasiv irgendwo einsetzen. Das ist eigentlich das, was ich hiermit zeigen und darstellen wollte. So dass man an der Stelle keine Angst haben muss, oh, jetzt muss ich irgendwie 1000 Sachen und 1000 Konstrukte machen, sondern ich mache einfach Punkt Stream fertig, dann bin ich da. Und ich sage To List und ich bin wieder raus. Ja? Und das ist die Nachstelle zu bestehendem Code, wenn der zum Beispiel eben pre-JDK hat geschrieben ist. Ja? Okay. Was würde eigentlich passieren, wenn ich als Argument für To Array einen nicht passenden Konstruktor verwende? Würde ich da schon einen Compiler? Das ist ja in der Schnittstelle Semantik des Compilers. Da wird er dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, falls sich irgendwo ein Fehler auftaucht oder du Typindifferenzen hast, wird er sagen, nee, das ist nicht so. Spannend wird das natürlich, wenn du jetzt hier Obertypen oder Untertypen oder sowas angibst. Muss ich aber jetzt gestehen, habe ich explizit nicht ausprobiert. Aber ich weiß, dass ich hier durch die Deduktion im Schnittstellen Bereich der Semantik das eigentlich dir dann platt machen muss. Ja. Sonst noch erstmal Fragen zu dem, wie geht's rein, wie geht's raus? Ne? Gut. Dann, Fazit, gut. Ich kann es halt leicht einbinden, habe ich eigentlich gerade alles schon gesagt. Ich habe wenig Schnittstellen, die ich beachten muss. Ich muss nichts umtüten. Ich kann einfach in bestimmten Code sagen, jetzt mach Streams. Und jetzt geht's raus. Das ist eigentlich das Spannende an der Sache. Core Methods. Bei Streams gibt es eine Besonderheit. Also ich habe jetzt bei vielen Leuten gesehen, wo ich so Streams beigebracht habe oder bei denen ich Streams so mal angefangen habe, dass die so nach der üblichen Mentalität rangegangen sind, wer ist eine neue Bibliothek, eine neue API, GP eigentlich, gucke mal. Ne? So, und dann ging es erstmal los mit Lambdas, komisch, gut, konnte man noch lesen. Und dann ging es los, so wie benutze ich die Dinger? Und dieses Trial and Error, ich gucke mal die Signaturen an und spiele mal, funktioniert hier leider recht schlecht, weil ich muss bei Streams nämlich nicht nur einfach neue Methoden aufrufen, sondern ich muss von Paradigma her anders rangehen. Das heißt, meine Design-Pattern haben andere Grundzüge. Man kann diese Transformation pre-JDK 8 auf JDK 8 sehr schön machen. Kommt heute nicht wirklich vor, das wäre sozusagen Nachfolgetermin. Aber man kann eben sehen, wie diese Design-Pattern sich ändern. Also man muss jetzt in Pipelining denken und nicht in Datenstrukturen. Und da muss man erstmal so ein bisschen schauen. Damit man da weiß, was diese Streams eigentlich können, muss man sich einmal die wichtigsten Sachen angucken. Ich werde die eben einmal durchgehen. Das ist nicht so sonderlich viel, wie es vielleicht sein möge. Damit haben wir aber den Funktionsumfang Streams sehr gut erschlagen und damit könnt ihr eigentlich schon fast richtig loslegen. Das heißt, also was ist dies for each? Also mach für irgendwie jedes Element. Mappe irgendwas. Ne? Was ist Mappe? Ne? Kommen wir gleich zu. Filtern, finde das erste, reduziere, schmeiß ein paar weg, Unique-Menge, Min, Max und so weiter. Es gibt also so ein paar Service-Funktionen, die schon da sind. Damit man mit Streams jetzt nicht so völlig im Nebel rumstochert, ist es gut, wenn man einmal weiß, was das Ding so hergibt. Ja.
So, und wenn man Amazon gehört hat, ah, warte mal, da gibt es so einen Max, dann kann man nochmal nachschauen, dann erleichtert einem das unheimlich die Arbeit. For each. For each ist einer der Methoden, die Streams terminieren. Und zwar in der Form, nach einem Punkt for each ist Schluss mit Stream. Mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Map oder so, bekomme ich wieder einen Stream zurück oder ein Optional oder ein Stream von Optionals oder was auch immer, da kann ich weitermachen. Da ist oftmals immer dieses Bilder-Pattern hinter. Ja? Punkt, 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 bis was terminiert. For each ist etwas, was terminiert. Und es ist auch etwas, was jetzt bei Listen, Maps, Sets und so weiter da ist. Also alles, was irgendwie so Richtung Collections geht, hat jetzt diese neue Methode Punkt for each. Normalerweise habe ich eine Liste von Elementen und dann würde ich sagen, pre-JDK 8, gehe einmal durch die Liste durch und gebe aus. Kennt jeder. Es ist relativ viel Syntax, wenn man sich das hier vorstellt, was ich eigentlich schreiben muss, obwohl ich eigentlich nur was ausgeben will. Ja? Also ich muss die Variable instanzieren, ich muss die Vorkonstruktion machen. Das ist jetzt vereinfacht worden, indem ich einfach sage, wenn ich einen Stream mache, Collections bieten mir diese Methode for each direkt. Also ich muss nicht collection.stream.forEach machen, sondern collection.forEach kann ich sofort machen. Der Vollständigkeit halber habe ich es jetzt hier extra über den Stream an das forEach gemacht. Und das delegiert auch nur. Das ist also nichts Süßes. Kann ich eben sagen, für jedes Element, was drin ist, mache etwas und zwar gebe aus. Das ist die lange Version. Nur nicht die längste, die es gibt. Also man könnte jetzt hier auch noch geschwungene Klammer drum machen und sich hier runde Klammern und hier geschwungene Klammern, dann hätte ich wirklich die volle Syntax da hingeschrieben. Man kann das jetzt ein bisschen kürzer machen, indem man sagt, okay, for each system out, println, ich habe nur ein Argument, ich habe eine Variable, ich habe ein Argument in der Methodenliste, da weiß ich, okay, das gehört zusammen, kann ich also Klammer auf, Klammer zu mit dem Value, was ich hier habe, weglassen. Der Compiler kann das erkennen, also weg. Dass er das so machen soll, weil ich mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, der Compiler muss ja auch ein bisschen was zu tun haben. Dann gibt es das Ganze auch noch for each ordered. Warum? For each heißt für jedes Element. Das ist richtig. Sagt nur nicht, in welcher Reihenfolge. Streams können auch parallel sein. Dementsprechend muss man immer aufpassen, muss ich jetzt wirklich die Reihenfolge einhalten oder ist es egal, weil ich muss die Transformation oder das Verbrauchen dieses Elements nur auf jedes Element am Anwender, mir ist die Reihenfolge egal. Ja? Wir sind hier immer noch die ganze Zeit bei seriellen Streams, das heißt ein for each wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sowas im Moment die Implementierung, wenn ich eben 1, 2, 3 reintue, 1, 2, 3 auch ausschreiben. Ich habe in das Spec jetzt nicht wirklich gefunden, dass das wirklich so sein muss. Ich weiß aber, dass es ein for each order gibt und das sagt, da ist es genau diese Reihenfolge. 1, 2, 3 rein, gibt 1, 2, 3 raus. Ja? So, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man später und so parallele Sachen anguckt und so. Dieses for each hat hier eigentlich einen Consumer. Das, was wir vorher bei den Generatoren als Supplier hatten, habe ich hier als Consumer. Und das kann ich ganz normal instanzieren. Ich kann mir also hier, das ist jetzt auch wieder so komische, ne, so anonyme Funktion oder so. Kann man noch hin. Ist so, dass ich hier aber auch so ein Klassenkonstrukt aufbauen kann. Also ich kann mir so eine Hierarchie von Consumern aufbauen und so weiter. Sind halt jetzt andere Elemente in meinem API-Design, die ich habe. Mehr ist es nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, nach for each oder for each ordered ist Schluss. Es gibt keinen Rückgabewert, das heißt nicht for each und dann bekomme ich irgendwas zurück, sondern es wird wirklich hier konsumiert. Das heißt, das, was damit passieren muss, muss da drin passieren. Soll also jetzt mit for each meinetwegen diese Werte in irgendeine andere Datenstruktur hinzugefügt werden, dann muss das hier drin passieren. Also baue eine Datenbankverbindung auf, tüte das Ding ein, baue auf oder ab, wenn man das denn machen möchte. Ja? Gut. Soweit Fragen zu for each und for each ordered. Ja, ja, die Ausführungszeit leidet dieser nicht runter, also wird das nicht mehr Sekundenzeit brauchen? Als was? Als wenn ich ein for each ausschreibe. Der Punkt, den ich dabei verfolge, ist, ich rufe da die Methode direkt auf. Was ich bei dem for each mit einem Lambda oder mit einem Funktionspointer, nenne ich ihn jetzt mal, mache, ist ja, ich gebe das weiter. Und das im einfachen Fall sei jetzt einfach mal nur das Reflektiv aufgerufen. Wie ist jetzt im Endeffekt umgesetzt, das weiß ich nicht. Aber es muss noch irgendwas passieren. Irgendwie muss ja der Einstieg in die Methode gefunden werden. In der Funktion, beziehungsweise in der Methode for each. Und jetzt ist die Frage, ist das Overhead?
Also jetzt muss man sich überlegen, Overhead im Vergleich zu was? Also im Vergleich zu einer Datenbankverbindung, die im Millisekundenbereich ist, da kann ich ganz viel im Nanosekundenbereich machen, 10 hoch 6 Differenz, ja. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Das andere, wir sprechen hier alles, was durch die Deduktion des Compilers in der Chargen Semantik liegt. Das heißt, es wird zur Compilezeit ausgewertet und damit ist für mich der Bytecode wahrscheinlich gleich. Dementsprechend, ich habe bis jetzt eher sogar die Erfahrung gemacht, dass Streams ziemlich schnell sind. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele sehen. Da ist in dem Sinne kein Overhead drin. Es ist eine syntaktische Reduktion. Das ist alles. Du bist schneller beim Schreiben. Und wenn du ganz viele Konstrukte hast, also gerade Kontrollflüsse in Streams überführst, dann wirst du sehen, dass insgesamt du ganz, ganz viel Code wegwerfen wirst und du einen seriellen Ablauf hast, obwohl du eine parallele Ausführung hast. Das macht die Lesbarkeit wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Ich habe mal so ein paar Projekte aus JDK-Zeiten einfach mal transformiert in Streams-Pattern und ich konnte, zumindest bei meinen Beispielen, jetzt nagelt mich nicht fest, das ist keine Weltkonstante, ich konnte auf jeden Fall in meinen Beispielen Code-Reduktion zwischen 25% und 30% erzeugen. Bei einem Projekt von 1 Million Lines of Code ist das richtig wenig Code, den ich jetzt, oder viel Code, den ich nicht mehr maintainen muss. Jetzt gibt es ja diese Untersuchung, dass man sagt, du hast in deinem Programm pro Anzahl Lines of Code eine statische Konstante, die dir sagt, wie die Fehlerrate ist und so. Und wenn man das jetzt reduziert, dann könnte man sich jetzt schön rechnen, wie viel Fehler du weniger hättest. Ja, durch das Reduzieren, das ist wahrscheinlich eher akademischer Ansatz. Wichtig ist nur, wenn ich Kontrollflüsse habe, das werden wir später noch sehen, kann ich die sehr, sehr schön sequenziert schreiben. Das heißt aber nicht, dass sie sequenziert ausgeführt werden. Da sind Streams, was die oder die Art und Weise der Notation hilft dir da sehr, sehr viel. Deswegen kann ich sagen, was laufzeittechnisch glaube ich nicht, dass, also um deine Frage final zu beantworten, glaube ich nicht, dass da ein Unterschied ist. Im Gegenteil. Also ich glaube, du bekommst halt alles, was der Compiler machen kann. Solange eine statische Semantik ist, die restlichen Optimierungen sind halt zur Laufzeit. Meine Frage bezieht sich gar nicht so sehr direkt auf Streams, sondern eher tatsächlich auf Lambdas allgemein in Java. Ich weiß, wir benutzen alle keinen Debugger mehr, weil wir testgetrieben entwickeln. Aber wenn wir, was ich bei .NET Lambdas festgestellt habe, und da verwende ich auch sehr viel diese Konstrukte, gerade für ein ForEach, habe ich festgestellt, dass man mit dem Debugger nicht reinspringen kann in die anonyme Funktion. Ist das hier genauso? Entschieden ist jein. Kommen wir aber gleich dazu. Da habe ich nämlich extra dafür ein paar Beispiele gemacht. Okay. Du hast auf jeden Fall recht. Also mit dem Vergleich Richtung .NET und so weiter kann ich nicht helfen, weil ich nichts .NET, ich nur Java. Aber ich kann sagen, die Backen von so einem Quelltext, da muss man jetzt ein paar Umwege gehen, weil die Werkzeugunterstützung an der Stelle noch nicht so ist, wie man sich jetzt wünscht. Und zum Beispiel machen wir ein Breakpoint hier rein. Oder so. Es gibt aber so zwei, drei Sachen, da komme ich aber gleich noch mal ein bisschen mehr in Detail. Was du ja machen kannst, du hast die Quellen vom JDK und dann setzt du den Breakpoint einfach in der Implementierung von ForEach und guckst dir an, was da reinkommt. So, das ist das Erste. Das andere, was du machen kannst, du kannst, solange du testest oder den Code entwickelst, ich weiß, es ist nicht schön, aber es ist sehr praktisch, mache ich mich einfach mit den geschobenen Klammern, mache mir einen Methodenaufruf, wo ich einen Breakpoint dran setzen kann, also sehe ich irgendwie eine Logger-Meldung oder so, und dann gucke ich mal an, was reinkommt und vor allem in welcher Reihenfolge. Und ich weiß, es ist nicht schön, aber es ist ganz praktisch. Ich gehe hin und baue wirklich, wenn ich erstmal so ein Ding aufbaue, erstens in der vollen Notation auf, ich zeige später nochmal eine Deduktions- Vorgehen, wie man das machen kann. Setze mir auch Printlines rein, damit ich überhaupt auf der Zeile erstmal sehe, so, was macht der da parallel? Und da kommen ganz lustige Sachen raus. Das sind so die ersten Sachen, weil die Tonunterstützung manchmal einfach noch, ja, okay, also IntelliJ ist fit, da kannst du richtig loslegen. Macht Spaß, ja, ist richtig gut. Dann hatte ich auf einmal Leute vor mir, die haben Eclipse benutzt. Ja, das, die konnten auch Notepad nehmen, ja. Weil es einfach noch nicht so weit ist. Also dieses Prä-Dingenskirchen, neue Version mit Ansatz von Java 8, Syntax, irgendwas. Es hat sogar teilweise die Syntax, die formal richtig war, als Fehler angemerkt. Ich hatte keine Autocompletion mehr und irgendwie, das ging voll in die Hose. NetBeans habe ich jetzt nicht selber getestet. Ich habe aber mal Anton Apple hier mal gefragt und der meint das gut. Okay, der steht natürlich auch auf NetBeans. Ja. Aber ich glaube, das wird besser. Und solange es nicht ist, macht eben die volle Notation, geschwungene Klammer auf, setzt mal Printline rein, setzt einen Brechpunkt da rein und gut ist, oder macht den Breakpoint eben innerhalb der Methoden. Ja, aber jetzt genau an dieser Stelle sowas zu sehen, ja, das ist mal doof. Ja? Meine Frage stimmt komplett zu.
Mich würde interessieren, welche Vorteile diese Notation bringt mit Pre-JDK 8, außer Schreibweise, was ich als lesbar erstmal bezweifle. Ich kenne meine Entwickler und die würden erstmal vom Tisch runterfallen. Was ist das für? Und deswegen, welche Vorteile bringt mir die Notation noch? Erstens, die Vorteile der Notation werden wir gleich sehen, wenn ich dir mal zeige, wie Quelltext sich verhält und wie er dann aussieht. Wenn wir ein Beispiel machen, das sind jetzt sehr synthetische Sachen, weil mach mal ein for each, ja? da siehst du noch nichts. Das musst du im Kontext sehen, dann wirst du sehen, vielleicht kann ich dich sogar überzeugen, dass du dann nach Hause gehst und sagst, ja, wirklich? Ja. Ich weiß, dass so die meisten, die so aus der, oh, jetzt muss ich vorsichtig sagen, Legacy-Abteilung von Siemens kommen, dass sie natürlich sagen, oh, JDK 1.3 und was ist das? Ganz schlimm. Also sprich, alle, die so ausgeprägte Beharrungskräfte haben, die werden sich erstmal wehren. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, es ist wie mit Generics. Am Anfang, weiß ich noch, Generics kam an, da haben alle gesagt, ey, was brauchst du Generics? Ne? Dann kam so durch Generics, ey, eigentlich sind das nur getypte Listen. Aber kann ich ja mit Reflection auch nichts machen, weil im Bytecode ist das ja weg, was soll denn der Mist? Ja? Mittlerweile weiß ich nicht, wer sich noch gegen Generics wehrt. Also es ist ein evolutionärer Prozess, ich gehe einfach davon aus, das wird jetzt ein bisschen dauern und dann wird man damit spielen, dann wird sich das mehr oder weniger durchsetzen. Nicht überall zwanghaft, aber du wirst viele Plätze finden, wo es echt knappisch ist. Ja, dann nochmal zurück zur .NET-Welt, da war es ja auch vor ein paar Jahren der Fall, dass diese Ausdrucksweise eingeführt wurde und da war auch viel Widerstand, gerade in der .NET-Welt, wo man ja sehr stark verhaftet ist in alten Denkweisen. Und mittlerweile ist das Standard. Also das etabliert sich einfach im Laufe der Zeit. Man gewöhnt sich an die Notation, man benutzt das einfach. Ob man sich die Bank als Entwickler, das ist eine Sache, oder Industrie im Handeln, das ist eine andere Sache. Ich habe so, weil du schon über 1.3 gesprochen hast, ich erinnere mich als Umstieg von 1.3 auf 1.4. Und ich möchte sowas noch nicht. Niemals. Ich will vorstellen, die Diskussion nochmal ja, okay. Ja, also das ist so ein bisschen ein philosophischer Bereich. Und dann mal diskutieren, wie wir das finden. Ja, würde ich auch sagen, Dave, ist noch eine Wortmeldung? Eine Frage zu Parallelstreams. Ja. Also ein Stream an sich kann ja nicht parallel sein. Was ist denn genau parallel? Die Erzeugung? Oder kommen wir noch zu. Okay. Hab ich nächster Punkt zu. Da bitte noch ein bisschen Geduld. Okay. Aber das ist einer der wirklich coolen Teile bei Streams. Ich glaube, wir sind mit dem For Each Ordered durch. Außer es sind jetzt noch Fragen zu genau dem Ding, ansonsten würde ich jetzt hier weitermachen. Gut. Jetzt kommen wir zu dem ersten Interessanten. Also bis jetzt haben wir nur Daten rein, Daten raus. Wir haben mal geguckt, mit jedem Element mach was. Wer von euch hat mit MapReduce schon mal was gemacht? So ein Duplo und so. Okay. Wir kennen insgesamt diesen MapReduce-Algorithmus, Vorgehen, was dahinter steckt. Ja, das ist ein Bemängler. Prinzipiell ist hier, das Mappen ist nichts anderes wie, es kommt was rein und dann wird das irgendwie umgebaut, gemappt auf irgendwas anderes. Das muss nicht 1:1 sein. Das kann auch 1:n sein. Also aus diesem Element machen 5 weitere Elemente oder so. Ja? Das ist sozusagen, aus 1 macht 1 oder aus 1 macht viele. Später, wenn wir sehen, dazu gibt es auch ein Reduce, dann macht dann aus 4 macht 1. Ja? Das ist sozusagen die Umkehrfunktion. Hier habe ich das erste Mal wirklich die Möglichkeit, Sachen zu verändern, Transformationen vorzunehmen. Ich habe jetzt hier das Beispiel einfach wieder aufgegriffen mit dieser Liste von der Klasse Pair, wobei Pair wirklich, ich glaube, eine zweite Route oder sowas sind, ist aber noch ein Git-Repository dazu, also da muss ich dann mal linken. So, dass ich sage, auf dem Stream.map, also wieder dieses Bilder-Pattern, und zwar jedes Element, was reinkommt, V, ich habe die runde Klammer jetzt schon weggerissen, mache irgendwas und gebe irgendetwas zurück. Und dieses irgendetwas kann irgendwas ganz anderes sein. Ja. Also, wir verlassen jetzt hier den Typ und machen irgendwas und es kommt irgendein anderer Typ raus. Also, in dem Fall wird sozusagen aus einer Liste von Pairs einfach mal umgetütet in eine Liste von Demo-Elementen. Und dann kommt irgendwas anderes raus. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, dass wir prozessieren können. Wir können Daten prozessieren. Das heißt, ich kann jetzt irgendwelche Berechnungen durchführen, ich kann irgendwelche Transformationen, ich kann Initialisierungsprozesse, was auch immer machen. Ich kann vor allen Dingen, das ist ganz interessant,
map.map.map.map.map und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt wirklich die Prozessschritte einzeln hintereinander schreiben, sodass ich sehe, also mache A, mache B, mache C, mache D. Ich habe noch nicht gesagt, ob das parallel läuft oder nicht. Ja? Da kommen wir noch zu. Aber prinzipiell kann ich erstmal mappe, 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 mappe. Ich kann also jeden Schritt wirklich einzeln dort aufführen und sehr kurz halten. Entweder indem ich dann hier eine Instanz von was auch immer dieses Mappen sein soll. Ja? Und dann kann ich die auch wieder auslagern, wenn ich will. Ich kann, das wäre etwas, was man später sich nochmal anguckt, wie kombiniere ich das mit CDI. Total schades Thema. Auf jeden Fall kann ich hier mappen. Also zumindest transformieren. Ich kann aus irgendwas anderes machen. Ich kann hier Rechnung durchführen. Praktisch Beispiel kommt da gleich noch, wo wir so eine bikubische Interpolation von irgendwelchen Messwerten machen. Erstmal so als Beispiel. Ein Wert kommt rein, das heißt von jedem Stream-Element, das hier, das ist der Typ, das ist das Value, was reinkommt und mit dem mache ich irgendwas. Und dieser Typ, der hier ist, ist das von dem sozusagen oder in dem Zustand oder in dem Punkt, in dem sich der Stream im Moment bewegt. Wenn ich jetzt nach dem Mappen Demo-Element habe, habe ich einen Stream vom Typ Demo-Element. Ja? Also hier kommt wieder ein Stream raus und dieser Stream ist jetzt nicht mehr vom Typ, sag ich mal hier, List von Pair, sondern Stream von Demo-Element. So, damit kann ich jetzt ganz viele Sachen schon machen. Ja, also da ist so der Punkt, da prozessiere ich Daten. Und dazu Fragen vom Verständnis her. Weiter. Wenn ich euch zu ausführlich bin, dann sagt auch, ey, verstanden, weiter, ne? Dann geht es schneller. Eine Frage mal zu diesem hintereinanderreihen von Aufrufen, so ja. Map und so weiter. Ich habe gelesen, dass am Ende trotzdem nur einmal über den Stream etabliert wird. Also ich nicht beim ersten Map komplett etabliere oder beim zweiten Mal nochmal. Weißt du, was technisch umgesetzt ist? Ja, technisch ist es eigentlich so, dass ein Stream lazy ist. Ein Stream ist lazy, das heißt, der Consumer, der ganz am Ende steht, der fordert Daten an. Und ich fordere jetzt ein Element an. Und dann purzelt dieses Element einmal durch die ganze Kette durch und wird unten eingetütet. Dann sagt er, ey, nächste. Oder terminierst du. Und so wird jedes Element einzeln dann durchgeschleust. Das heißt, wenn ich 1000 Elemente in der Warteschleife habe, ich habe ein terminierendes Element in der Mitte, was nach dem zweiten Element abbricht, dann werden genau zwei Elemente prozessiert. Punkt. Obwohl der Supplier vielleicht sogar mehr hergibt. Ja? Und so kannst du eben eine unendliche Menge von Werten, die in den Supplier bereitgestellt werden, in einer endlichen Menge oder in einer terminierten Menge verarbeiten. Okay. Ja? Habe ich Typinferenz? Wie bitte? Typinferenz? Eben Beispiele auf oder was genau ist deine Frage? Ob Java 8 mir überhaupt Typinferenz an der Stelle zur Verfügung stellt, dass, oder muss ich wirklich immer vorher wissen, was am Ende tatsächlich rauskommt an Typen bei der Variablendeklaration? Oder kann der Compiler ermitteln, was hier rauskommt? Also was Generics hergibt, kannst du tun. Mhm. Also du kannst hier Fragezeichen von und so weiter. Ja? Und man könnte jetzt sich hier überlegen, dass ich via Reflection hier was zusammenbaue und dann statische Proxys generiere, die dann... Also du kannst hier wirklich den vollen Sprachumfang nutzen, den Java hergibt. Mhm. Und genau dieses Getypte, was du dann rausbekommst, musst du weiterverarbeiten. Also du hast vollen Sprachumfang, was Generics hergibt. Ja. Beispiel nochmal. Nee, haben wir eigentlich alles. Es ist jetzt nur ein Kaskadieren von Maps, also dass ich jetzt irgendwas anderes mache, ich kopiere irgendwas, mache nochmal ein Map und dann kollektiere ich das. Es ist, ich kann auch einzelne Methoden aufrufen, was ich also sage. Du hast jetzt meinetwegen eine Klasse, da sind fünf Attribute drin, aber du brauchst nur das dritte Attribut davon zur weiteren Prozessierung. Dann holst du dir halt im Map-Prozess genau dieses eine raus. Und danach, wenn hier zum Beispiel jetzt ein Int ist, dann hast du danach einen Stream von Int. Ja? Also von dem her sollte es überschaubar sein. So. Jetzt habe ich also ganz viele Elemente, die ich verarbeiten kann. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich nicht alle Elemente verarbeiten kann. Dafür ist Filter da. Also filter ich jetzt auf. Schauen wir uns jetzt hier hinten an. Filter und zwar von jedem Element oder die ID, teile durch 2, gucke, ob 0 raus ist. Alles, was diesem Kriterium nicht entspricht, wird an der Stelle rausgeworfen. Das heißt, die nachfolgenden Schritte basieren nur noch auf den Mengen, die ich hier im True zurückliefere. Und dieses Filtern kann ich jetzt auch wieder beliebig oft aufbauen. Das Schöne ist, auch dieses Filtern kann ich wieder hintereinander schreiben. Filter, 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 Filter. Ich muss also nicht und oder und dies und das, sondern ich mache wirklich einzelne Steps. Und dann sind wir bei dem Punkt Lesbarkeit, du hast Filter, 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 Filter. Und das Schöne auch, wie, oder sagen wir so, wer das aus SQL kennt, härteste Einschränkungen bitte als erstes und dann die immer weniger einschränkenden Bedingungen, damit man eben möglichst früh die Elemente da raushaut und die Prozessschritte gering hält. Gut. Fun first.
Relativ einfache Sache. Ich habe hier eine endliche Menge. AB, AAB und so weiter und so weiter. Ich filtere jetzt hier und sage, guck mal bitte, ob mal ein Element AAA vorkommt. Und wenn du das erste gefunden hast, kommt hier ein Optional zurück. Das war diese Nummer mit den Null-Pattern. Und kannst du jetzt programmatisch eben darauf reagieren. Ja? Deswegen, also ich muss nicht über if ungleich 0 und so weiter, sondern ich sage dann einfach, finde es, liefer das zurück. Und wenn du nichts gefunden hast, aber die Menge der Werte, die hier durchrauschen, zu Ende ist, also der anders definiert, dann liefer bitte dieses zurück. Auch hier kann ich jetzt schon wieder Streams einbauen und komplett andere Prozessschritte starten. Das ist eigentlich nichts anderes als Null Object Pattern. Hier ist es ein Optional von Typ String, was hier bearbeitet wird. Was passiert? Ich denke, das ist nicht dasselbe. Das Null Object Pattern und Optional Typ sind nicht dasselbe. Deswegen ist es nicht, dass du das so gleichsetzt. Also, ja, okay, also. Ja, okay, also sagen wir so: Das Optionals gibt dir halt die Möglichkeit, programmatisch auf das Ergebnis zu reagieren. Das ist eine Erweiterung zum Null Object Pattern meines Erachtens, weil du eben hier solche Service-Funktionen wie or else oder so hast. Was ich allerdings jetzt im praktischen Umfeld, wenn jemand dieses Null Object Pattern gemacht hat, meistens entweder eine Utils-Klasse dazugebaut hat oder direkt in dieses Ding irgendwie mit reingebaut hat oder via AOP reingebaut hat. Die sind aber, gebe ich dir recht, nicht mehr äquivalent. Ja? Also, das Optional hier gibt dir also die Möglichkeit, programmatisch auf das Ergebnis zu reagieren und sagt dann, or else, also mache irgendwas anderes, or, was auch immer. Da gibt es ein paar Methoden, kann man sich angucken. Was hier halt ist, der geht also AB, filtert, nein, fliegt raus. AAB, filtert, fliegt raus. AAAB, geht rein, find first, gibt raus. Wer jetzt keins dabei, wird irgendwann nur rauskommen. Das Schöne ist, hier haben wir einen seriellen Stream, das heißt, ihr geht wirklich davor, 1, 2, 3, drei Schritte werden prozessiert. Wenn ich das parallel mache, kommt was ganz anderes raus. Da wird nämlich irgendwie das erste, was ihr findet, gemacht. Und wir werden dann gleich noch sehen, bei parallelen Streams würdet ihr jetzt starten, weil er geht durch diesen Forward-Join-Pool, den Default-Pool da, und dann startet er 1, 2, 3, 4, 5 gleichzeitig und irgendeiner ist schneller und der wird dann raufgeliefert, der diesem Kriterium entspricht. Sind zu Find First noch, ja? Was für einen Typen dazu gibt Find First? Also was für ein Option ist? Optional so. Vom Typ, das was okay. Im Stream ist. Okay. Also Optional, Generic. Ja. Typen. Genau. Okay. Also das, was an der Stelle jetzt wirklich aktiv ist, durch das Mappen kannst du das ja tauschen. Ne? Ja. Okay. Reduce ist sozusagen der Umkehrschritt. Und jetzt kann man das erste Mal dann auch wirklich so auf die Sachen, was ich vorhin meinte, so von wegen, also man baut solche Konstrukte, damit man dann eben so ein bisschen sieht, was passiert, wenn man so das erste Mal damit spielt. Ich weiß, das ist nicht schön, das kann man auch wieder rausmachen und so, das ist aber ganz praktisch, weil ne, Werkzeugunterstützung noch nicht lernen und so fort ist. Hier ist es so, dass er eben hingeht bei Reduce. Er hat Value 1, Value 2. Sorry. Value 1, Value 2. Das eine ist das nächste Element. Und das andere ist das Ergebnis vom vorhergehenden Reduce-Schritt. Welcher Schritt das auch immer gewesen sein möge. Das heißt, bei Seriellen ist es so, das erste Element kommt rein, das, und das erste Reduce-Element, was er eigentlich hat, ist hier dieser Präfix, den ich als Startwert angebe. Da kann ich einen leeren String angeben. Und jetzt reduziert er diese beiden Ergebnisse. Und in dem Fall werden die einfach konkateniert. Das heißt, das erste Element wird konkateniert mit x Unterstrich. Das heißt, es kommt raus x Unterstrich, das ist der Präfix, das erste synthetische Reduce-Ergebnis mit dem neuen und dann steht der x Unterstrich erste Element. Ja? Das läuft total gut, wenn ich ganz normale serielle Streams habe, da kommt das raus, was ich vermute, nämlich x Unterstrich und so weiter und so weiter. Wenn ich das mit dem Parallel mache, kommen ganz lustige Sachen raus, weil er startet jetzt für A, für B, für C, für D, für E. Normalerweise alle gleichzeitig was. Alle werden dann erstmal mit x-Unterstrich zusammengebunden. Dann habe ich also x-A, x-B, x-D und x-E. Und dann fängt er an, in einer beliebigen Reihenfolge diese Ergebnisse dann auch wieder zusammenzubauen. Also da kommen immer unterschiedliche x-was auch immer Ergebnisse raus. Also da kommt nicht mehr das raus, was ich erwarte. Das ist aber ganz schön zu sehen, wenn man sich dann wirklich mal die Schritte ausgibt, sodass man dann hier mit so einem System wirklich nachvollziehen kann, in welcher Reihenfolge hat er eigentlich jetzt was miteinander konkateniert. Das ist auch nicht immer reproduzierbar, hängt so ein bisschen auf vom Systemlast und auf welchem Rechner bin ich und sonst irgendwas. Ist jetzt eine sehr, sehr kleine Menge, aber wenn ich das mit einer großen Menge mache, dann kommt irgendwas dabei raus. Das muss einem klar sein, sobald ich eben mit parallelen Streams irgendwas mache, dann passieren Schritte irgendwie zur selben Zeit. Wir schauen uns gleich nochmal ein Ergebnis an, wie man wirklich sagt, okay, was parallelisiere ich, wie parallelisiere ich und wo ist überhaupt der Unterschied zu Threads, also wann soll ich das mit parallelen Streams machen und wann mit Threads. Ja? Ja? Das macht er im ersten Beispiel, wenn ich im Reduce keinen
Anfangselement oder neutrales Element geben? Ja, dann nimmt er, also in dem Fall nimmt er sowas wie einen leeren String, beziehungsweise er nimmt einfach das erste Ergebnis und setzt es gleich mit dem ersten Reduktionsergebnis und baut darauf auf. Also ich habe die Möglichkeit, auch das erste Ergebnis als erstes Reduktionsergebnis zu nehmen und das zweite daran zu setzen, oder ich gebe also einen initialen Wert vor, weil ich irgendwas vor als Startbedingung vorgeben möchte. Ja, deswegen sind die beiden unterschiedlichen Methoden auf Ruf eigentlich. Ja? Okay. So. Nehmen wir den Skip. Ist eigentlich auch relativ einfach, irgendwie eine endliche Anzahl und dann sage ich, okay, limitiere bitte. Limitiere bitte. Das heißt, er geht durch 1, 2, 3, 4 und dann hört er auf. Der Rest schaut er nicht an. Also er geht wirklich nur bis x Elemente, dann bricht er ab. Das heißt, wenn ich das hier einbaue, dann findet er so viele Elemente und wenn er 4 Ergebnisse hat, bricht er ab. Also das können dann also mehr prozessierte Elemente sein, weil er eben diese Bedingungen ein paar rauswirft. Je nachdem, wie die Eingabemenge ist. Bei Skip ist es so, dass er einfach kommentarlos an der Stelle die nächsten 4 Elemente wegwirft und dann anfängt. Ja? Wenn vorher schon ein Filter ist, gut, dann wird irgendwas gefiltert und von diesem Ergebnis werden dann X weggeworfen. Ja? Wenn ich weniger Elemente meine Liste kriege. Ja, noch nicht. Das kombiniert er noch früher. Also bis zu 4 Elementen wird er weg. Ja? Also er sagt nicht, hey, du hast weniger als 4 Elemente, sondern es ist wie so eine leere Liste. Also wenn nichts da ist, geht er dran und passiert nichts. Ne? Okay, sollte eigentlich auch klar sein. Ne? So, das Ding ist jetzt ein bisschen, wie man es aus dem SQL kennt. Unifiziert eigentlich über ein Set. Das heißt, er nimmt alles, was er an dieser Prozessstufe bekommt, packt das in ein Set, darüber wird eben unifiziert, also sprich Hashcode und Equals sind die Sachen, die fürs Unifizieren dann zuständig sind und ich bekomme dann eine unique Menge der Elemente zurückgeliefert. Also in dem Fall ist es so, ich generiere hier jetzt Random-Zahlen. Dann limitiere ich das auf 40, nehme da die Distinct-Menge, das heißt, ich werde irgendwas bekommen, was maximal 40 Elemente ist oder weniger, falls doppelt rauskommt. Wenn ich die jetzt vertausche, was passiert dann? Habt ihr eine Idee? Dann kriege ich immer exakt für 40, die auf jeden Fall Distinct sind. Ja, genau. Also er baut so lange die Distinct-Menge auf, bis er 40 voll hat. Wenn ich jetzt hier eine Konstante ausgebe, 40 als Zahl, ja, und er sagt, ich brauche 40 Menge, um zu terminieren, dann hört das Ding ja auf. Ja? Okay, aber das ist genau das Richtige, also ich bekomme exakt 40 oder ich bekomme 40er oder weniger. Aber sollte jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig sein. Min-Max sind eigentlich nichts anderes als Komparatoren. Also ich habe hier die Möglichkeit, logische Komparatoren einzubauen. Hier ist es natürlich erstmal mathematisch, also was ist größer, was ist kleiner. Was ist hier falsch? Wer hat eine Idee? Die Eingabe von G, oder? Ja, 1 zu 2 wird verglichen zu 2 zu 1, also aus dem Min mache ich einen Max. Ja, ist nicht sonderlich schwierig. Was ich eigentlich nur sagen möchte, du hast halt irgendwie 2 Werte und jetzt kannst du diesen Komparator einsetzen, eben nicht algebraisch, sondern du kannst da eben nach Geschäftsregeln, wer ist wichtiger, wer hat eine höhere Prio, wer hat eine dies, wer hat eine das. Also du kannst ja alles möglich, was irgendwie was in der Reihenfolge verschiebt, kannst du das Ding benutzen und man sollte auch im Hinterkopf behalten, also bitte nicht nur auf Zahlen anbinden, sondern du kannst wirklich also auch Geschäftsregeln wie Priorisierung oder sowas zeigen. Also das ist ein ganz normaler Komparator, nee, ist es nicht. Ja? Okay. On-Match, N-Match, Un-Match, das sind so Sachen. Hier geht es jetzt darum, ich habe jetzt also auch wieder eine Wertemenge von 1 bis 10. Und wenn ich jetzt sage, so, schau mal, du hast hier das Un-Match, also für jedes Element, schau nach, ob durch 2 teilbar ist, ja, nein. Und wenn ich jetzt sage N-Match, dann guckt er nach, entspricht irgendein Kriterium in dieser Wertemenge diesem, dann hört er auf. Also in dem Fall genau nach 2. Das erste, nee, stimmt nicht, das zweite, ja, stimmt, terminiert, macht er nichts mehr. Bei den anderen Sachen, All-Match geht ja immer den gesamten Wertevorrat durch. Also wenn es eine unendliche Menge ist, dann geht er auch unendlich da durch, dann nimmt er ihn. Und für Non-Match geht er natürlich auch alle durch, weil er auch feststellen muss, okay, ich habe wirklich kein Element, was diesem Kriterium entspricht. Also von dem her, ja, finde irgendein entsprechendes oder sage, alles ist nichts drin oder alles ist drin. Mehr sagt es auch. Sind dazu Fragen? Ich glaube nicht, ne? Das sollte relativ überschaubar sein. Bei den sequenziellen, so jetzt kommen wir so langsam zu den Schönen. Ich habe jetzt hier eine Liste und die Map-Vorgänge sind trivial, gebe ich dazu. Also aus M1 mache M1, aus M2 mache M2. Wahnsinnig spannend.
Aber ich sage hier, das ist ein Stream, der seriell. Dieser Webvorgang läuft seriell ab. 1, 2, 3, 4. Dann sage ich, schalte um auf Parallel. Gib, was hergibt. Ja? Diese Mapping-Prozesse laufen alle gleichzeitig. Poch. Dann sage ich halt, jetzt möchte ich aber wieder was seriell machen. Schalte um auf Seriell und kollektiere Seriell. Das heißt, ich kann einen Stream in der Verarbeitung pro Stufe umschalten zwischen serieller Implementierung und paralleler Implementierung. Und das ist sehr, sehr schön, weil normalerweise, wenn ich einen Algorithmus aufbaue, zum Beispiel Non-Locking oder ich benutze sowas wie Reinframe, Read-Write-Lock oder Stamp-Lock oder was auch immer, dann muss ich irgendwie den gesamten Algorithmus irgendwie parallel machen. Jetzt kann es aber sein, dass in meiner Geschäftslogik irgendwas ist so, also bis hier bin ich mir nicht sicher, mache ich das Serial, quasi, aber das hier, das ist komplett gefahrlos, mach parallel und dann arbeite bitte mit der Serial weiter. Ja? Und das ist wirklich nur ein Aufruf, syntaktisch. Wir werden gleich sehen, wie man das im Verhältnis zu Threads sieht, aber für einen Programmierer ist es unheimlich einfach, zwischen Serial und paralleler Verarbeitung hin und her zu schalten, ohne syntaktisch da riesen Klimmzüge zu machen. Wann man Streams und wann man Threads einsetzt, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Das ist nämlich wirklich ein systemimmanentes oder eine systemimmanente Fragestellung. Also wofür kann ich eigentlich parallele Streams einsetzen? Aber prinzipiell kann ich hier erstmal Prozessor hat X-Cores, nutze sie. Das wird immer umgesetzt auf den Default John-Punkt. Das heißt, ich habe an der Stelle nicht die Möglichkeit zu sagen, mache 5 parallel, mache 10 parallel, sondern das macht die JVM. Und da wird alles angegeben. Also auch andere Programmteile, die dann Streams benutzen, also auch parallel umschalten, nutzen alle diesen selben Form-John-Pool und dementsprechend denselben Algorithmus wegen Blockstreaming. Sind das zwei unterschiedliche Typen, der Stream, der parallel und der Stream, der sequenziell verarbeitet wird? Also von der Implementierung sicherlich, aber es ist beides sehr interface. Also du bekommst einfach nur einen Stream und der ist halt, du kannst auch nachfragen, ist parallel oder ist seriell und könntest dann eben, sagen wir, eine semantische Umschaltung machen. Wenn du seriell bist, dann mach bitte so und so. Ja? Ist natürlich interessant, wenn du jetzt zum Beispiel mit CDI solche Sachen zusammenbaust, dass du sagst, halt sag mal, hast du eigentlich gerade injected das Ding, was seriell ist, weil dann kann ich nämlich machen, ansonsten könnte ich. Ja, so kontextbehaftete Injektion. Fazit, ja klar, also man hat jetzt so einen Wertevorrat, den braucht man aber, weil wenn man den nicht hat, dann tut man sich mit den Streams total schwer. Kann ich nur sagen, mach was. Jetzt wollen wir das einmal anwenden. Wie sieht's aus? Wenn ihr eine kleine Pause machen wollt, bevor wir jetzt hier ein bisschen ins Eingemachte gehen, dann wäre jetzt ein richtiger Zeitpunkt, 10 Minuten Pause zu machen oder so. Dann könnt sich jeder einen Kaffee holen und dann gehen wir aber richtig in Serie Parallel Sachen rein. Okay, machen wir Pause.